lieben Schwestern, meine lieben Brüder, die Zeichen der Zeit zu erkennen, das ist etwas sehr Notwendiges. Das müssen etwa die politisch Agierenden tun. Es bleibt nicht immer alles gleich. Es kann heute eine Situation eintreten, die alles auf den Kopf stellt. Und dann muss man reagieren. Wir merken das im Moment etwa in unserem politischen Betrieb, wie schwierig das ist und wie behäbig wir geworden sind, uns auf neue Situationen einzustellen, etwa im Blick auf die Flüchtlinge, auf die Situation dieser Menschen. Deshalb war es gestern so ein wichtiges, durchaus politisches Zeichen, wenn Papst Franziskus und der ökumenische Patriarch Bartholomaios und der griechische Patriarch Hieronymus auf Lesbos waren, um als Kirchenmänner ein politisches Zeichen zu setzen, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Das müssen Unternehmen tun. Die müssen die Marktlage richtig einschätzen, die Bedürfnisse der Menschen. Und manchmal schätzen sie nicht nur ein, sondern sie wecken dann erst welche. Deshalb gibt es eine Werbung. Die wollen was verdienen. Die Zeichen der Zeit erkennen, dazu schickt sich auch die Kirche an. Und auch hier ist es notwendig, aber es gibt hier im Gegensatz zur Politik und zur Wirtschaft einen entscheidenden Unterschied. Es ist auch für die Kirche heute wichtig, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Aber es ist nur die eine Seite. Dazu muss etwas anderes kommen, etwas, was dem voraus liegt. Und wenn Jesus heute im Evangelium diesen Satz sagt, dann können wir schon ahnen, was das ist. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Wir haben in der Osterzeit schon dieses berühmte Wort gehört aus der Apostelgeschichte. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das kann man oft sozusagen anführen, dieses Wort, wenn einem etwas unangenehm ist und man weicht ein bisschen aus und beruft sich dann auf Gott. Das kann man sehr schnell tun und dann wird es aber zu einer billigen Ausrede. Das sollte man nicht tun. So sollte man Gott nicht missbrauchen. Das fällt übrigens unter das Gebot, den Namen Gottes missbrauchen. Aber wie kann man denn Gott gehorchen? Wie kann man denn, um es mit den Worten unseres Evangeliums zu sagen, auf die Stimme hören? Und was bedeutet es, auf diese Stimme zu hören? Es heißt in einem allerersten Schritt, das anzunehmen, was von Gott kommt. Ich weiß, für katholische Ohren oder für katholisch geübte Ohren klingt das gleich nach Schicksalsergebenheit. Das heißt aber nicht, dass alles, was uns begegnet und was uns widerfährt, von Gott kommt. Das allererste, das Wichtigste, das von Gott kommt, so sagt es das Johannesevangelium, ist der, den er gesandt hat, Christus. Das anzunehmen, was von Gott kommt, heißt Christus annehmen. Heißt, das Evangelium annehmen. Und wenn man das annimmt, nimmt man zugleich Gott an, bekennt sich zu ihm und beginnt schon, auf seine Stimme zu hören. Beginnt schon, in einer gewissen Weise, ihm gehorsam zu sein. Wer auf den Sohn hört, wer den Sohn annimmt, wer den annimmt, den der Vater sendet, dann geschieht das, was das Evangelium heute beschreibt, was Jesus selber sagt. Eine Geborgenheit. Eine Geborgenheit in dieser Stimme, auf die wir zu hören versuchen. Eine Geborgenheit in der Hand und eine Geborgenheit des Weges. Was ist dieser Weg? Es gibt unterschiedliche Arten des Weges, liebe Schwestern und Brüder. Auch da sind wir manchmal kirchlicherseits von so einer merkwürdigen Eindimensionalität bedroht, als könnte es immer nur einen Weg geben. Es gibt unterschiedliche Arten des Weges. Adrian von Speyer hat darauf hingewiesen,
Und sie macht das sehr tief, finde ich, deshalb will ich das vorlesen. Es kann ein äußerlich ganz geradliniger Weg sein, der von Anfang bis zu Ende ganz klar und ganz einfach ist. Es braucht ein Weg nicht paradox und nicht überfordernd zu sein, um ein christlicher Weg zu sein. Vielen Menschen ist es gegeben, einfach im Herrn zu bleiben. Ihr ganzer Weg besteht in diesem einfachen Bleiben. Und das ist ein sehr guter und sehr vollständiger Weg. Andere gibt es, die durch ihre Unruhe und ihr beständiges Suchen gerüttelt werden und deren Liebe auf diese Weise wachgehalten wird. Manche aber sind unruhig, weil der Weg, den sie gehen sollen, ihnen zu klein, zu einfach, zu festgelegt scheint. Und doch hat der Herr für sie keinen anderen vorgesehen. Aber vielleicht liegt auf diesem Weg Gottes wachsende Forderung. Ganz im Unsichtbaren, in der Bemühung um ein immer reineres Gebet, in der Überwindung kleinster Schwierigkeiten, kleinster Kleinigkeiten, von denen man kaum reden mag, deren stetige Bekämpfung aber so viel Liebe und Demut erfordern, dass gerade damit dem Herrn gedient ist. Vielleicht lassen wir dieses Wort einmal an uns heran und versuchen uns zuzuordnen. Was ist mein Weg? In dieser Stimme zu bleiben, auf die Stimme des guten Hirten zu hören, den Weg der Nachfolge zu gehen, dem Evangelium und damit Gott gehorsam zu sein. Wir können das auf unterschiedliche Weise sagen. Es ist immer das Gleiche. Was ist meine Berufung, wenn wir so wollen? Das einfache Bleiben im Herrn? Und so vollendet sich mein Weg? Oder ist es die Unruhe, die mich immer hin und her wirft und die mich doch diesen Weg gehen lässt, um so die Liebe reifen zu lassen? Das ist die Unruhe, die mich immer zu Größerem treibt und die mich doch immer wieder ins Kleine zurückstößt, weil genau das mein Weg ist. Von Speyer schreibt weiter: Kein einziges Schaf folgt so, wie es folgen sollte. Großer Trost, finde ich. Keines folgt so, wie es folgen sollte. Wir folgen stolpernd und hinkend. Und obwohl wir zu folgen versuchen, kann scheinbar der Abstand zwischen uns und dem, der uns da ruft, dem guten Hirten, sehr groß werden. Aber er ist nicht groß, er wird nicht größer. Wir bleiben in dem Ruf geborgen. Wir werden erfahren, dass die, die sich diesem Ruf anvertrauen, die es zumindest versuchen, nie verloren gehen. Wir werden immer wieder die Erfahrung machen, dass da jemand nach uns sucht, uns nachgeht, uns mit seinem Ruf nicht loslässt. Und das scheint mir das Wichtigste zu sein. Wenn wir das erkennen, liebe Schwestern und Brüder, das kann ganz unterschiedliches sein. Es kann sein, dass dieser Hirt nur ein einziges Mal im Leben ruft. Aber was tun wir anders, wenn wir sonntags hier zusammenkommen? Weshalb sind Sie heute Morgen da? Das ist auch ein Entsprechen des Rufes, eine Geborgenheit in diesem Ruf. Ich hoffe, es ist niemand heute Morgen da, weil es irgendwo mal ein Wort gab, zu sagen, man muss sonntags in die Kirche gehen, die sogenannte Sonntagspflicht. Ja, du lieber Gott. Man muss sonntags in die Kirche gehen? Sie bleiben bei Ihrem Ehemann und Ihrer Ehefrau, weil Sie das müssen? Also das wurde am Altar so gesagt. Ihr müsst zusammenbleiben, bis der Tod scheidet. Schluss. Wenn sich das darauf reduziert, liebe Schwestern und Brüder, ist es schon zu Ende. All das, solche Regeln sind ein Schutz, sind lediglich eine sehr zerbrechliche Hülle für das, was da innen an Feuer sein muss. Oder vielleicht manchmal nur noch eine Glut, aber die soll es schon sein. Nur ein sehr zerbrechlicher Schutz
für das, worum es eigentlich geht. Das sich bergen und sich geborgen wissen in diesem Ruf des guten Hirten. Und es ist sonntags morgens hierher zu kommen, eine Antwort der Liebe. Vielleicht ist die manchmal ein wenig abgestumpft, vielleicht ist sie auch ein wenig schon abgegriffen. Auch das können wir uns ganz persönlich selber fragen, wie das bei mir aussieht. Aber wir sind hier. Das ist ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen, dass dieser gute Hirt mit seinem Ruf nicht locker lässt. Dass er uns doch irgendwie in Unruhe zu versetzen vermag. Dass wir hinhören und dass wir nicht zu Ende sind. Wir kommen mit diesem Ruf nicht zu Ende, solange wir leben. Es wird nie so sein und man sollte sich davor hüten, gerade auch wenn wir heute den Sonntag der geistlichen Berufe begehen, dass auch Geistliche oder Ordensschwestern oder wer auch immer meint, ich bin meiner Berufung treu, ich habe sie gefunden und das ist jetzt gut so. Es gibt einen sehr erfahrenen Novizenmeister, einen Trappist, der sagt, genau wenn das geschieht im geistlichen Leben, wenn man sich gerade so halbwegs gemütlich hinsetzt und Platz genommen hat und sagt, das ist es jetzt, dann mach dich bereit, dass der liebe Gott dir schnell einen Strich durch die Rechnung macht, dann kannst du gleich wieder neu anfangen. Dann hast du gleich wieder neu aufzubrechen. Das ist die Unterschiedlichkeit in diesen Wegen, in diesem Ruf. Und dennoch, es ist der eine Ruf, es ist der eine gute Hirt. Und wenn wir nicht nachlassen, auf ihn zu hören, unser Sensorium zu schärfen, seine Stimme zu hören, dann werden wir auch das Zweite können, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Mit seiner Stimme im Ohr und im Herzen können wir nicht fehlgehen. Wir können uns auch den Herausforderungen dieser Zeit, in der wir jetzt leben, die für manche beängstigend ist, wir können sie voll Freude, ja, und mutig gehen, Schritt für Schritt. Und manchmal vielleicht ein Stück in die falsche Richtung und dann korrigieren wir uns wieder neu, weil wir diese Stimme und diesen Ruf im Herzen haben und wissen, diese Liebe, die damit geschenkt ist, das anzunehmen, was von Gott kommt, Christus anzunehmen, seine Stimme zu hören, lässt uns niemals fehlgehen. Diese Stimme ist es, die unser Leben geborgen sein lässt.